I'm not a girl. Britney Spears scheint die Trennung von Dauerlover Justin schnell verarbeitet zu haben. Mit ihren besten Freundinnen amüsiert sie sich derzeit in Florida und ein Stringtanga oben ohne. Halbnackt geht's von 27 auf die 10. I'm not a girl, not yet a woman. Jeanette, sie ist so erotisch wie Daisy Duck und so sexy wie Lala von den Teletubbies, aber trotzdem noch solo. Auf mich stehen nur Idioten und Machos, beklagt sich die Berliner Popmaus. Hm, wen wundert's? No More Tears rauf von 14 auf 9. Weil der Sound bei einem seiner Gigs so scheiße war, gibt Enrique Iglesias für die Fans aus Übersee ein Gratiskonzert. Das heißt also zweimal Rike sehen, einmal Rike hören. Von 6 auf 8 fällt der spendable Latino mit Escape. '89 schaffte es Madonna mit ihrer sexy Pop-Predigt Like a Prayer auf Platz 2 der deutschen Singlecharts, in den USA und in England sogar auf die Number 1. Jetzt ziehen Madhouse mit dem Remake nach, der Track steigt 2 Plätze hoch auf die 7. Kaum hat sie die Babypause beendet, schon denkt Celine Dion wieder ans Schwangerwerden. Der kleine René Char soll schon bald ein Geschwisterchen kriegen. Zwischendurch entert Mama die Charts, A New Day Has Come steigt von 17 auf die 6. Als Xavier Naidoo Opfer fremdenfeindlicher Assi-Attacken wurde, hat er den Dumpfbacken gleich mal eine aufs Maul gegeben. Manchmal hilft eben nur Gewalt, das weiß auch der Soul-Jesus aus Mannheim. Von 3 auf 5 fällt er mit Wo willst du hin? Wie hält Chad Kröger nur seine fantastische Stimme in Form? Ganz einfach. Anstatt Gesangsstunden gibt's bei ihm vor jedem Gig eine gute Flasche Bier. Das macht die Stimmbänder geschmeidig, zum Beispiel für How You Remind Me, wie gehabt auf Platz 4. Roses sind so berühmt wie Napoleon, Konrad Adenauer und Präsident Lincoln zusammen. Von den Popstars gibt's jetzt nämlich echte Gedenkmünzen mit Fingerabdruck, Unterschrift und Fresse drauf. Wir gedenken den 6 auf Platz 3, Do You. Der süße Ben aus Berlin ist ein ganz ein Schneller. Bereits mit 6 Jahren bekam er seinen ersten Kuss von einer Mitschülerin aus der Waldorfschule. Da sieht man mal, wofür der anti-autoritäre Scheiß gut ist. Auf Platz 2 bleibt der frühreife Soul-Bobby mit seinem Engel. You were born.